Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, dem alten Biersüffler. Ja, heute auf unserem Gabentisch haben wir ein Bierchen, das eigentlich fast jedem ja bekannt vorkommen müsste, nämlich das gute alte Jever-Bier, Jever-Pilsner Friesisch Herb. Ja, da wird auf jeden Fall ordentlich Werbung gemacht und bei den Bierexperten, den absoluten Bierliebhabern, zählt dieses Bierchen hier als Paradebeispiel für einen Pilzbier. Also das heißt, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie schmeckt eigentlich ein Pilz, dann holt euch auf jeden Fall ein Jever, denn das ist so das Aushängeschild für Pilzgenuss. Ja? Soll sehr herb schmecken, ne? Und so. Ich kenne es natürlich schon, ich habe es schon ein paar Mal getrunken, ist aber auch schon wieder ein Weilchen her. Und aus diesem Grund freue ich mich jetzt auch, dieses Bierchen mit euch zusammen hier in Videoform testen zu können. Ja, habe ich richtig Bock drauf, habe auch schon wieder Bierdurst, obwohl ich heute schon zwei habe, aber das dritte, das geht jetzt auch noch rein, ne? Das geht schon zum Feierabend, kann man mal machen, nicht jeden Tag, okay, das geht schon. So, was haben wir denn da? Da haben wir eine grüne Flasche, wieder meine grüne Flasche, dafür steht das Jever, oh, schön grün, so muss das sein für einen Pilz, und einen recht schlichten, wirklich absoluten schlichten Aufdruck hier, ein Etikett, und ja, steht einfach nur das Nötigste da, und das macht natürlich schon, obwohl es minimalistisch ist, doch einen recht erhabenen Eindruck, finde ich. Ne? So dieses Jever, das V, das wird nochmal so richtig betont hier auf dem Etikett. Und ja, tolle Sache, auf jeden Fall. So, das Ganze hat 4,9% Alkoholgehalt drin, ist ohne Hopfenextrakt tatsächlich. Ne? Kommt aus Niedersachsen, das Ganze übrigens. Ja, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, ist klar. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und ja, das war's. Physisches Brauhaus. Jo, okay. Bier bewusst genießen steht da noch drauf. Lecker, Leute. So, und das machen wir jetzt ganz klar auf. Da haben wir Bock drauf. Seit langer Zeit mal wieder ein Jever. Mal sehen, ob ich recht behalte. Und oh! Ja, Freunde, das ist Jever halt, ne? Das ist schon ein besonderes Bierchen. Oh, also, Glas, ganz klar, ich würde euch empfehlen, wirklich ein bauchiges Pilzglas zu nehmen, eher ein bisschen dünnwandig, um wirklich das perfekteste Pilzerlebnis auf eurer Zunge und auf den Lippen zu haben. Haben wir nicht, wir nehmen jetzt hier den Hybriden, ich kenne es aber, wie gesagt, schon, deswegen kein Problem. Lassen wir es laufen. Achtung! Und los geht's! Ja, da ist natürlich eine Welle. Die ist sehr oberflächlich, das macht aber gar nichts, wie gesagt. Das habe ich auch schon bei zig anderen Pilzbieren erlebt. Läuft recht gleichmäßig und geschmeidig. So, wir sind ungefähr beim Dreiviertel. Und machen dann nochmal ein bisschen Blümchen darauf. So, und da steigt es auch schon langsam. Ich bin wieder ein bisschen zaghaft, merkt ihr. So, komm. So, da ist es im Glas drinnen. Zack. Was haben wir da? Haben wir ein Bier. Ja, ganz klar. Gibt sich als Bier zu erkennen. Ich nehme es als Bier wahr. Wunderbar, ist ein Bier. So, ja, kommen wir als allererstes mal zu dieser wirklich hervorragenden Blume. Da fassen wir mal kurz hier ran ans Glas. Und was haben wir da? Da haben wir gute zwei fingerbreite Blume. Übrigens in einem richtigen Pilzglas richtig eingeschenkt. Kommt man da übrigens auch auf drei. Ich habe diesen Versuch, wie gesagt, schon mehrmals gemacht. Zwischen zwei und drei. Es soll auch Leute geben, die hätten schon mal eine vierer breite Blume gehabt. Allerdings, ich schätze, dann haben sie ein bisschen zu früh angefangen, an der Blume zu arbeiten. Vermute ich einfach mal. So, ja, dann haben wir natürlich hier etwas, das ist total wolkig. Das ist total auf der Blume richtig fluffig, wie gesagt, eine cremige Blume von der Konsistenz, die aber wirklich sehr, sehr große, fluffige Luftbläschen enthält, die einen wirklich begrüßen. Also diese hüpfen wirklich aus der Blume heraus und sagen, hallo, da bin ich, trink mich bitte. Ja, so sieht das wirklich aus, richtig toll. Ist ein sehr, sehr schönes Bild. Die Kraterbildung, wie gesagt, die geht eher so zentriert in die Mitte nach unten und am Glasrand, da wölbt sich das Ganze so ein bisschen wie so ein Vulkan, würde ich sagen. Und halt, ja, oder halt dieser Mondkrater, den man kennt. Das heißt also alles andere als linear.
Beim Pilzbier, muss ich sagen, erwarte ich das. Bei einem Schwarzbier oder Rotbier, da hätte ich es ganz gerne linear cremig. Bei einem Pilz finde ich das genauso perfekt, so wie es ist. So, ich gebe noch mal ganz kurz einen Schlücke rein. Ja, genau. Also wie gesagt, es bildet sich. Da sieht man, es steigt hoch. Und dann hast du dann gleich sofort wieder diese größeren Luftblasen. Und ja, die geben natürlich ein sehr, sehr schönes Bild ab. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, da haben wir auf jeden Fall ein hellgoldenes, ja, schon die Richtung, würde ich sagen, honiggoldenes Bierchen. Die Färbung, ja, doch. Wobei ein bisschen heller als Honiggelb, würde ich sagen. Also es ist schon so ein Mittelgoldfarbton. Ja, bei mittelmäßigen Schwebeteilchen, die schön gleichmäßig nach oben steigen und einen lückenlosen Schaumteppich bilden. Unter der Blume sieht auch sehr gut aus. Da ist kaum Platz, sage ich mal, dass da noch groß was aufsteigt. Und es ist gut verteilt. Also das ist auf jeden Fall soweit grundsolide. Ja, was können wir da für die Bewertung geben? Gut, sie fällt jetzt ein bisschen ein. Ist, wie gesagt, nicht das typische Pilzglas. Das müssen wir natürlich berücksichtigen. Dennoch bin ich mit diesem Anblick sehr zufrieden, so wie es sich auch verhält. 7 Punkte von 10 für die Optik, für die äußere Erscheinung. Macht auf jeden Fall Appetit. So, anschnuppern kommt jetzt. Mal gucken, was da los ist. Ja, und dass dieses friesisch herbe, das riecht man auch, das duftet man, das steigt einem sofort in die Nase. Das ist so richtig wie so ein heuiger, hopfiger Geruch, wirklich so ein kühler Geruch auch. Ja, das ist so richtig kühl, der schmeichelt richtig an der Nasenwand, da so sehr angenehm. Und da möchte man am liebsten auch sofort ansetzen. Und genau das ist ein gutes Stichwort, eine gute Eselsbrücke, wie man so schön sagt. Und deswegen setzen wir auch an zum Antrunk, ihr Lieben. Ne, den mögen wir doch immer. Also, zum Wohl, ihr Lieben. Ne, greift da mal schön zu hier und runter damit. Ja. So hat man es in Erinnerung. Weich, butterweich, komplett butterweich. Da ist nicht eine einzige harte Komponente drin. Das ist butterweich, umhüllt den gesamten Mundraum beim Antrunk und du merkst sofort, wow, da ist erstmal eine richtig, wirklich, also eine perfekt ausgestimmte herbe Nuance, die sofort auf die Zunge übergeht, in alle Bereiche, von der Spitze der Zunge bis hinten, nach, also Richtung Gaumen hin, auf beiden Seiten, auch an den Backen, da prickelt das noch so ein bisschen. Ja, also das ist sehr, sehr angenehm und ja, der Antrunk bereitet jetzt im Prinzip die Mundhöhle richtig gut vor, schon mit diesen wirklich sehr aussagekräftigen Bitterstoffen von den Hopfen. Also finde ich richtig toll. Ist so ein bisschen auch gerösteter Hopfen, würde ich vermuten. Also schmeckt so ein bisschen auch nach Röstaromen wieder. Finde ich sehr gut, sehr kernig, wenn man auch so will im Antrunk. Ja, ich glaube, der Mund hat sich jetzt ganz gut darauf vorbereitet, sodass wir jetzt mal zum Mittelteil kommen können. Und gewöhnlich bei sehr herben Bieren warte ich meistens auch schon 2 bis 3 Minuten, bis sich wirklich der Mundraum komplett, wie gesagt, vorbereitet hat auf den Mittelteil. Aber da warte ich jetzt einfach noch, also ja, merkt da selber, versucht es ein bisschen hinauszuzögern, nur ein Video kann man auch nicht so lange gehen lassen. Deswegen machen wir jetzt einen Mittelteil. Kommt nochmal, auf die Gesundheit. Ja, ganz klar. Und er hat dann natürlich seine Stärke. Ne? Also, da ist das Jever natürlich zu Hause. Im Mittelteil. Da, wo der Charakter, der Körper zu finden ist. Da ist das Jever ganz klar zu Hause und da punktet es einfach auch mit diesem Hopfen. Das ist einfach so dieses Bittere, was wirklich jetzt nicht so mit der Peitsche, komm raus, du musst bitter sein. Das so nicht. Im Gegenteil. Total fein abgestimmt. So eine gewisse Herbe, die wirklich, man merkt deutlich, dass es bitter ist. Es ist aber nicht so so unangenehm bitter, ja, so richtig angenehm schmeichelnd weich bitter. Das ist die perfekte Umschreibung, um dieses Jever-Erlebnis in der Mundhöhle wahrzunehmen. Das ist wirklich Wahnsinn.
ist richtig toll, deswegen also ganz klares Qualitätsbier, das muss man einfach so sagen. Wundert mich nicht, dass es, obwohl es ein Industriebier ist, aber doch sich so großer Beliebtheit erfreut. Also das ist wirklich, ja, das ist eine tolle Sache. Also das ist rund. Man hat natürlich, obwohl, nee, das verrate ich noch nicht, das machen wir bei der Bewertung. So, jetzt nehmen wir nämlich erstmal mal kurz einen Abgang. Das heißt, boah, wir sind jetzt gut hier drin und jetzt können wir schon mal langsam uns um den Abgang kümmern. Ach, da gleitet es richtig hier. Ja, wie so ein Surfbrett auf einer Welle. So. Der geht dann runter auch. Ja, fassen wir zusammen. Das hier war unverändert schon seit Jahren. Man kennt diesen Geschmack. Ich bin der Meinung, ich müsste es auch blind eigentlich erschmecken können, weil so ein Jever ist einfach so ein Bier, das schmeckst du blind. Das ist so ein einzigartiges Bier, so in seiner ganzen Beschaffenheit, das ist so grundehrlich irgendwie, da ist wirklich nur eine einzige Zutat drin, ein einziges Aroma drin, das so wirklich fein geschliffen ist, dass es der geschliffenste Diamant auf Erden ist. So könnte man es vielleicht poetisch ausdrücken. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist wirklich eine totale Feinarbeit. Man wollte da jetzt nicht irgendwelche verrückten Sachen machen oder irgendwie da noch ein bisschen mehr, da noch ein bisschen mehr, da nimmt man noch ein bisschen was weg, sondern wir konzentrieren uns auf eine Sache, das ist auf diesen Hopfen und auf diesen herberen Geschmacksnuancen. Daraus hat man den Fokus gelegt, also darauf hat man den Fokus gelegt und das war's. Und das hat man perfektioniert, bis man wirklich das Resultat perfekt hatte. Und genau das passiert hier. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja ein bisschen langweilig. Immer nur der gleiche Geschmack. Da muss ja mal ein bisschen mehr passieren irgendwie. Da erlebt man ja kaum was. Das stimmt. Spannend ist es nicht. Das muss man ganz klar sagen. Da gibt es Biere, die sind wesentlich spannender. Selbst Discounter-Biere sind teilweise noch ein bisschen spannender als das Jever. Das ist ganz klar. Dafür aber punktet das hier, wie gesagt, mit Qualität. Und wir merken hier einfach, da steckt ein Konzept hinter. Da ist Feinschliff mit drin, da ist richtig Liebe im Detail, da ist eine Seele drin, da ist eine richtige Charakterstärke drin und ein verdammt kräftiger Körper. Ein würziger, hopfiger Körper ist da drin. Ne? Und das ist so was, das Jever besonders macht. Deswegen, auch wenn ich gegen diese Pauschalisierungen normalerweise bin, ich finde es eigentlich soweit in Ordnung, dass man sagt, ja, das ist so wirklich, wenn man ein gutes Pilz haben will, sollte man sich mal ein Jever reinzwiebeln. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, denke ich. Also das kann auf jeden Fall als Paradebeispiel durchgehen. Ja? So, ja, gute Worte, gut gelobt das Ganze, war mir aber schon bewusst, war mir schon vorher klar. Ja, noch ein bisschen Zeit, ich habe gar keine Uhr, ich glaube schon. Und für ein Stückchen Bier hat man immer Zeit. Und auch zwei oder drei. Und ja, und aus diesem Grund kann man es wirklich auch gut bewerten. Ich stelle mir es sehr, sehr gut im Biergarten vor. So richtig schön auch an der Küste. So, da stelle ich mir so einen schönen lauen Sommerabend vor. Und ja, dann sitzt man dann mit Freunden noch und prustet sich zu. Und dann nimmt man mal so 4, 5 Gläser, ne? Und das macht Spaß, glaube ich, Leute. Das ist richtig, so, das geht einem auch nicht auf den Sack, das Bier, ne? Weil es, wie gesagt, so, ja, so ehrlich halt ist. Also, das stelle ich mir wirklich richtig gut vor. Auch zum Essen macht es sich, glaube ich, ganz gut. Auch so eher so für herzhaftere Speisen. Also daher eigentlich perfekt. Als Winterbier vielleicht weniger geeignet, da ist es mir ein bisschen zu flach, aber so Frühling, Sommer, Herbst, so, da passt es schon. Ja, bewerte ich ganz klar, ich habe es damals schon bewertet, ich bleibe bei meiner Bewertung 8. 8 von 10 Punkten für das Jever-Pilz, Pilsner Friese Scherb. Richtig geile Nummer, mag ich. Ja, Bier bewusst genießen. So Leute, und damit bin ich draußen, der Biersüffler. Wenn ihr den nächsten Biertest nicht verpassen wollt, einfach mal da oben ein bisschen abonnieren, würde ich mich freuen. Dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder. Ihr verliert bis dahin euren guten Biergeschmack nicht. Und ich bin jetzt raus und kümmere mich da mal noch ein bisschen drum. Oh, ganz gemütlich halt, ne? Bis dann, Leute.